und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Heute mit der Thematik sich Ziele setzen. Ganz besonders, wenn man bereits Stufe 80 ist. Viele von euch haben mir ihre Problematik beschrieben, ab dem Maximallevel keine Aufgabe mehr zu sehen. Aber wenn man ein MMORPG nur dafür spielt, um ein Level zu erreichen, dann verpasst man 99% des Spiels. Guild Wars 2 Level 80. Und was nun? Je nach Geschmack bedeutet es zum Beispiel, dass ihr euch mit den anderen Völkern auseinandersetzt, ja? Die Char, die Silvari, die Menschen, die Asura und die Norn haben alle eine individuelle Geschichte. Das bedeutet, wenn ihr ihre Story spielt, erlebt ihr das Spiel nochmal aus einer vollkommen anderen Perspektive und erlangt natürlich auch ein völlig neues Verständnis für die Geschichte. Wenn man sich dann für die Geschichte interessiert. Außerdem, für die Leute, die das Kampfsystem von Guild Wars 2 besonders mögen, naja, für die ist es erstrebenswert, zumindest jede Klasse einmal gespielt zu haben und eventuell zu jeder Klasse einen Charakter zu besitzen. Auf Stufe 80 natürlich und voll ausgestattet. Das kostet schon ein bisschen Zeit. Und Gold. Einen Krieger. Einen Wächter. Einen Wiedergänger. Elementarmagier. Mesmer. Nico. Die. Valdi. Ingenieur. Man kann auch alles miteinander kombinieren. Jede Klasse bei jeder Rasse. Volk meine ich natürlich Volk. Ich meine, guckt euch an, ich hatte noch keinen Wiedergänger-Char. Das ist ja furchtbar. Da habe ich jede Klasse als Char und dann keinen Wiedergänger. Was ist denn das für ein Zustand? Dann gibt es natürlich noch etwas, was viele Leute sehr wichtig nehmen. Die Charakterkomplimentierung. Seinen Charakter komplett auszustatten mit allem, was er braucht, um perfekt durch das Spiel zu starten. Dazu gehört auch, die gesamte Welt erkundet zu haben. Ja, was fehlt denn da schon wieder? Oh nee, was habt ihr denn da reingepatcht? Bestimmt wieder so eine blöde Sehenswürdigkeit irgendwo in der großen Stadt. Ha! Alter, wusste ich's doch. Ja, erkundet die gesamte Karte, erntet den Erfolg, den ihr auch benötigt, um ein Legendary herzustellen. Für viele Leute ist legendäre Ausrüstung, sei es jetzt Waffe, Schmuck oder natürlich die Rüstung, etwas Strebenswertes für den Endcontent. Jederzeit seine Werte wechseln zu können und zu glitzern, dass es einem die Augen weglasert. Wer will das nicht? Und da sind wir auch schon bei dem Punkt Fashion Wars. Fügen wir zu all dem noch Fashion Wars obendrauf, dann Shiny! Woohoo! Shiny! Ja, die Skript im Spiel sind ein Sinnbild unserer selbst. Tja, stellt euch mal vor, ihr habt mit jedem Volk alle Klassen und die Charaktere haben individuelle Geschichten und sind so aufgebaut, dass sie, nun ja, diesen Geschichten entsprechen und ihr habt für jeden Charakter einen eigenen Plan und natürlich ein eigenes Bild und eigene Klamotten und eigene Waffen. 6000 Spielstunden garantiert. Beispiel A sitzt hier vor dem Computer und labert euch voll. Dann gibt es dazu natürlich noch die ganzen täglichen Aktivitäten. Mal von den Dailies abgesehen, Farmen für Waffen und Rüstung ist vielseitig und eine tägliche Option, manchmal fast schon ein Muss. Holzhacken an eurem Lieblingsort. Und Steine hauen. Blumen pflücken. Aua, Hilfe, das ist Kannibalismus, das sage ich dem blassen Baum. Oder das gute alte Gegner farmen. Die Erfolge möchte der ein oder andere vielleicht auch mal machen. Für Punkte, Skins, Ruhm, Reichtum, Titel, für blöde Beherrschungspoints, die man braucht, um im Spiel voranzukommen, weswegen man blöde Erfolge machen muss, was mich immer noch ein bisschen aufregt, weil ich hab keinen Bock. Erfolge sind für manche Leute wichtiger Endcontent. Und die tägliche Truhe gehört ja irgendwie ein bisschen mit dazu. Denn man kann sich täglich Punkte verdienen, wenn man nicht alle schon davon abgefarmt hat. Aber ja, und Gold natürlich. Und andere schöne Sachen.
Dazu kommt noch das Universum von Guild Wars 2 mit den vielen anderen Spielern, mit denen man sich unterhalten kann. Ja, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Spaß mit der Gilde. Spaß in Fraktalen. Spaß Mutterseelen allein in Dungeons, weil die keiner mehr spielt. Spaß in Raids. Und allgemein kämpfen in der offenen Welt zusammen mit anderen Spielern. Es ist eine Gemeinschaft, es ist ein Miteinander. Man hat so viele Möglichkeiten, alles miteinander zu kombinieren. Außerdem gibt es jede Menge versteckter Erfolge. Eventketten, Geheimnisse, Rätsel, Bücher und Ecken zu entdecken, welche euch verzaubern und manchmal zum Schmunzeln bringen. Die Lore des Spiels lädt ein, erkundet und entdeckt zu werden. Der Kanal des Wooden Potato steht euch offen, Guild Wars 2 auf einer Ebene zu ergründen, die er... Naja, das führt vielleicht jetzt zu weit, aber das ist eine Möglichkeit. Außerdem ist Guild Wars 2 wie ein gutes Buch, wie ein guter Film, den man sich immer wieder ansehen kann. Bestimmte Ereignisse mache ich einfach immer wieder gern, weil ich sie einfach gern mache. Und manchmal ist Guild Wars 2 einfach auch so der schnelle und einfache Weg, ein paar Erfolge zu erzielen, wenn der Tag ganz besonders mies gelaufen ist. Videospiele können unser Leben erweitern und auch verbessern. In meinem letzten Guild Wars 2 Video habe ich darüber geredet, wie Guild Wars 2 mein Leben gerettet hat. Wichtig ist dabei, dass Videospiele immer ihren rechten Platz behalten. Sie können euer Leben nicht ersetzen, sie können euer Leben nur erweitern. Ihr sollt euch nicht darin verlieren, ihr sollt euch in ihnen wiederfinden. Und nun schreibt mir eure Lieblingsaktivitäten in Guild Wars 2 in die Kommentare. Bald schon werde ich auch mal wieder anfangen, einfach die Geschichte zu spielen. Und das sogar mit euch, denn ich glaube, Hannah Weltengrün hat bis jetzt noch nicht die Add-ons gesehen. Und das Let's Play must go on! Ich habe mir den Respekt meiner Kameraden verdient und für den Bedarfsfall Bündnisse geschmiedet. Meine Legion schätzt kluge Lösungen. Und Effizienz. Wie unser Stahl geben wir niemals nach. Vor Jahrhunderten. Das ist die total tolle Outro-Musik. Das ist die total tolle Outro-Musik. Klick doch mal ein Video an und lass ein Abo da, Mann. La 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 la. Tschüss.